Willkommen zu einem neuen Video. Oh, es ist so warm hier oben. Selbst mein Eis schwitzt. Kalt, 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 kalt. Für die, die es noch nicht wussten, ich habe mein Zimmer unter Dach. Und da wird es richtig schön warm, wenn die Sonne drauf knallt. Gefühlt jeder macht ja solche Videos wie Probleme im Sommer, Probleme im Winter, vielleicht sogar Probleme im Herbst. Aber was ist mit dem Frühling? Der Frühling wird ja immer als eine sehr schöne Jahreszeit beschrieben, in der das Leben zurückkommt, der Sommer sich wieder anbahnt, die Temperaturen wieder wärmer werden. Ja, man merkt's. Aber was ist eigentlich mit den Problemen? Und deswegen dachte ich mir heute, ich zähle jetzt einfach mal die Probleme auf, die mir in den letzten Tagen so aufgefallen sind. Das Wetter. Ja klar, das Wetter kann schön sein, es kann schön sonnig sein, es wird wieder etwas wärmer, aber entscheide dich doch bitte mal. Kleines Beispiel. Ich erinnere mich noch sehr gut an den letzten Monat. März 2018, damals, als es noch geschneit hat. Vor einem Monat und ich mich halb tot gefroren habe. Und da gehe ich heute raus. Jetzt haben wir einfach mal wunderschöne 30 Grad im April. Eine andere Sache ist auch noch, dass du einfach nie weißt, was du jetzt genau anziehen kannst. Morgens ist es noch total kalt, dann gehst du mit Jacke raus, gehst nach einer Stunde aber schon fast ein vor Hitze. Aber wenn du dann direkt mit T-Shirt rausgehen würdest, dann ist es halt auch nicht das Richtige. An manchen Tagen kann es noch Bodenfrost geben und an anderen Tagen wünschst du dir einfach nur ins Freibad zu gehen, dich abzukühlen, dich in einen Eimer Eis zu setzen. Problem Nummer zwei, was wahrscheinlich sehr viele von euch kennen werden. Ich kenne es zum Glück nicht, aber viele meiner Freunde sind davon betroffen. Die Pollen. Das sind diese kleinen, netten Dinger, die so meistens von Bäumen fliegen und die dich dazu bringen, dass du einige Wochen lang Dauerschnupfen hast. Das gibt es natürlich nicht nur im Frühling, aber die meisten sind halt auf die Pollen im Frühling allergisch. Das nächste Problem werden wahrscheinlich nicht so viele von euch kennen. Wobei, vielleicht ja doch, wenn ihr gerne gelbe Sachen tragt. Eventuell hat der ein oder andere schon mitbekommen, dass ich seit ein paar Monaten bei der Post arbeite. Und Postkleidung ist nun mal gelb. Und Bienen mögen gelbe Sachen. Das läuft dann meistens so ab. Bist du eine Blume? Nein. Ist deine Tasche eine Blume? Nein. Ist dein Fahrrad dann eine Blume? Ist dein T-Shirt eine Blume? Ist dein Gesicht dann eine Blume? Wo kannst du mal weggehen? Mir ist schon wieder zu warm. Kommuniziere mit Aliens. Was? Okay, die Hitze tut mir eindeutig nicht gut. Ja, mein Akku ist gerade leer gegangen, deswegen musste ich den mal gerade kurz aufladen. Und in der Zeit hat sich die wunderschöne Sonne verabschiedet. Oh, guter Stichpunkt. Diese Überleitung. Mit dem kommenden Frühling wird es auch früher wieder hell, was für mich als Langschläferin gar nicht mal so praktisch ist. Dadurch, dass es halt früher hell wird, wird es auch früher warm in meinem Zimmer. Allerdings bleibt es dafür auch länger hell und damit hat sich das dann wieder ein bisschen ausgeglichen. Als letzten Punkt habe ich die Kirschbäume. Das sind diese wunderschönen rosa Bäume, die einfach so richtig, richtig schön blühen, aber das hält leider nur ein paar Tage. Und danach fallen die Blütenblätter ab und wenn es dann regnet und diese wunderschön braun matschig werden, dann wird das auch ziemlich rutschig. Und ich habe gehört, dass dann ein paar Leute darauf ausrutschen können. Also ich hab's nur gehört. Ja. Nein, wirklich, das kann schon ziemlich rutschig werden. Das Zeug landet halt nicht nur auf der Straße, sondern auch auf irgendwelchen Autos. Und wenn man gerade darunter geparkt hat, dann ist es halt nicht so angenehm, das sauber zu machen. Kann man nicht einfach so einen Baum mit Haarspray einsprühen, dann sind die auch das ganze Jahr über schön und werden zu keiner Matsche auf der Straße. Solltet ihr irgendwann mal in Frechen sein, unbedingt auf die Friedenstraße gehen. Die Friedenstraße ist eine Allee voll mit diesen Kirschbäumen. Also, das lohnt sich nur, wenn man im Frühling hier ist. Aber es sieht einfach aus wie aus einem Märchen oder so. Es ist wunderschön. Also, wenn ihr mal in Frechen seid, im Frühling, Friedenstraße von Anfang an hochgehen. Die ist nicht so lang, aber da sind überall blühende Kirschbäume. Das sieht unglaublich schön aus. So, trotz der ganzen Sachen, die ich jetzt gegen den Frühling gesagt habe, der Frühling ist natürlich eine der schönsten Jahreszeiten, die es eigentlich so gibt. Wenn mich damals jemand gefragt hat, was ich lieber mag, ob ich den Sommer mag oder den Winter mag, ich habe immer Frühling gesagt. Weil der Frühling, der liegt so dazwischen. Der Frühling ist perfekt, der ist nicht zu warm, er ist nicht zu kalt. Außer ja zu Temperaturschwankungen, wie jetzt gerade. So, nun zum Schluss noch etwas zu meinem YouTube-Kanal. Und zwar muss ich da mal kurz was sagen zu den Uploads, da in letzter Zeit ja nicht besonders viel gekommen ist. YouTube ist keine Verpflichtung für mich. Ich mache das, weil es mir Spaß macht. Ich habe es angefangen, weil es mir Spaß macht. Und ich wollte mich nie dazu verpflichten, an einem bestimmten Tag Videos hochzuladen. Ich habe es im Dezember versucht. Ich habe mir einen bestimmten Tag gesetzt, immer freitags, wann ich was hochladen möchte. Das hat aber auch nicht so ganz geklappt. Das liegt daran, dass ich Motivation brauche. Ich brauche Freude daran, wenn ich etwas machen möchte. Und wenn diese Freude nicht vorhanden ist, wenn diese Motivation nicht da ist, dann kann ich nichts machen, dann will ich auch nichts machen. Weil dann vor der Kamera zu sitzen und
irgendwie lächelnd irgendwas vorzuspielen, das ist nicht der Sinn dann im Ganzen. Ich werde mir auch in Zukunft keinen festen Tag setzen, wann ich Videos hochladen werde, wie oft ich Videos machen werde. Das heißt, ich werde in Zukunft einfach random Videos hochladen. Wann es mir passt, wann ich die Motivation dazu habe. Wem das nicht passt, der kann jetzt gerne gehen. Und wer weiterhin alles mitbekommen möchte, dem würde ich empfehlen, die Glocke zu aktivieren, neben dem Abonnieren-Schild. Schild? Neben dem Abonnieren-Button. Dann werdet ihr nämlich immer benachrichtigt, wenn Videos online kommen. Ich freue mich natürlich über jedes Abo, was trotzdem noch dazu kommt. Ich habe auch nicht vor, jetzt aufzuhören oder so. Es wird weitergehen. Also eigentlich ändert sich nichts auf diesem Kanal. Bis zum nächsten Mal.